Sonntagsdemo. Ich will mich aber trotzdem noch mal kurz vorstellen. Ja, sagen Sie, ja, wir haben mein Name ist gerade Herr Kasper. Ich habe lange Zeit gearbeitet als technischer Angestellter in der chemischen Industrie, war dort auch Betriebsrat. Und ich hatte früher mal die Illusion, dass es möglich wäre, einen besseren Kapitalismus zu schaffen. Diese Illusion habe ich verloren, daran glaube ich nicht mehr. Ich werde nochmal darauf zurückkommen. Und zwar will ich erläutern, wie das Sein das Bewusstsein bestimmt. Vorher möchte ich aber noch zwei Vorredner kurz kommentieren. Den ersten, der etwas über Parteien gesagt hat. Ich habe schon viele Diskussionen erlebt über Parteien und über Politiker. Und immer wieder haben Leute gesagt, ja, das sind doch quasi unsere Angestellten. Die kriegen doch Geld von uns, von unseren Steuergeldern. Kaum sind sie im Bundestag drin, bekommen sie diese Wahlkampfkostenerstattung aus unseren Mehrwertsteuer, die wir bezahlen. Und die Abgeordneten bekommen Diäten und Minister bekommen Gehälter, das wird alles von unseren Steuern bezahlt, also sind sie unsere Angestellten. Diese Meinung ist irrig. Denn das Geld, das sie von uns bekommen, bekommen sie bedingungslos. Eine Regierung darf 4 Jahre lang ihre Wähler nach Strich und Faden verarschen, darf sie enttäuschen. Darf gegen die Interessen der Wähler handeln. Es hat keine Folgen, nach 4 Jahren kann sie vielleicht abgewählt werden, aber so lange dürfen die alles gegen uns tun, was ihnen ihre Lobbyisten einblasen. Alles, alles gegen uns. Sie bekommen unser Steuergeld bedingungslos, sie sind nicht unsere Angestellten. Das ist ein Systemfehler, den wir ändern müssen. Dringend. Es hat noch eine andere Folge. Wer Internetanschluss hat, kann er mal aufrufen, parteispenden.unklarheiten.de. Dort sieht man, was diese Bedingungslosigkeit für Folgen hat. Die Parteien bekommen Spenden, zum Beispiel von Daimler Bonds, von BMW, von der Allianz AG, alle Parteien, die Allianz gießen. Mit der GES kann er aus, über CDU, CSU, SPD, Grüne, FDP, alle kriegen Kohle von der Allianz. Und was hat das für Folgen gehabt? 1998 haben wir eine Regierung bekommen, die als irgendwie links gegolten hat und die man vielleicht Hoffnungen gesetzt hat. Wir hatten nichts Besseres zu tun, als unsere Sozialsysteme, in die wir einzahlen, zu zerschlagen. Dahinter stand ein gewisser Maschmeyer zum Beispiel, ich denke, das ist bekannt. So, und wie geht es den Leuten, nachdem sie uns Schaden zugefügt haben? Der eine hat einen schönen Posten bei Gazprom, der andere hat einen schönen Posten bei Nabucco. Den Leuten geht es blenden, es hat keine Folgen. Wir dürfen uns jeden Schaden zufügen. Das müssen wir ändern, wir müssen das Mehrheitsinteresse gegen das Interesse einer kleinen extremistischen Minderheit stellen. Jetzt kommen wir zum zweiten Thema, und zwar von Dennis, Geld. Man sagt, der Geld arbeitet. Schauen wir uns mal um. Die ganzen Häuser hier rum, wie sind denn die entstanden? Hat da jemand einen Koffer mit 1 Milliarde hingestellt und hat gesagt, wie das Geld jetzt arbeiten soll, jetzt bauen uns mal schöne Häuser dahin. Was würde die Milliarde tun? Die würde nach 1 Jahr immer noch dastehen und kein Haus ist gebaut. Das wurde alles gemacht von Leuten, die ihren Job verstehen, Leuten wie uns. Hat kein Milliardär jemals Hand angelegt, auch kein König Ludwig. Oder hat den schon mal jemand bauen gesehen?
solche Leute wie ihr, wie wir hier versammelt sind. Wir können das alles, wir wissen, was wir können. Wir brauchen keinen einzigen Profitgeier, um uns zu sagen, was wir tun sollen. Allen, die glauben, dass ihr Geld arbeiten würde, den kann ich nur sagen, Hartz IV ist für alle da, wir brauchen euch nicht. So, und jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Thema, was ich eigentlich sagen wollte, wie das Sein, das Bewusstsein bestimmt.